Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ja, der Partypnüx ist immer noch krank. Wir sind am selben Tag wie bei der letzten Folge. Die Leute, die diese gesehen haben, die wissen auch, worüber wir als letztes gesprochen haben. Wenn ihr es nicht schon vergessen habt. Ja, wenn ihr es nicht schon vergessen habt. Oh! Sea of Thieves ist in aller Munde. Ja, wirklich auch in aller Munde. Und ich finde es, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, ist es wert, das Spiel zu spielen. Schon alleine von der ganzen Aufmachung. Du triffst halt andere Leute. Du musst Aufgaben erfüllen. Nicht so wie bei diesem anderen Spiel. Wie hieß das? Was auch die Peets gemacht haben. Da bist du ja nur mit den Schiffen herumgeschippert. Und hast so andere nur niedergeballert, ne? Das war so eine Art Team Deathmatch, was die Peets genau. Da damals gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn das Spiel? Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Ich weiß es ehrlich nicht mehr. Ich könnte jetzt auch, wenn ich nicht der Aufnehmende wäre, oder wenn, besser gesagt, wenn ich nicht aufnehmen würde, würde ich das jetzt mal googeln. Battleships? Aber, nee, das hieß nicht Battleships. Es war irgendwie, es hatte so piratigeren Namen. Ja, ich habe selber nie gespielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das ein bisschen affig. Ja, aber ich finde, auch diese cartoonartige Aufmachung von dem Spiel, cool. Das ist halt mega geil. Ne? Das ist das, was mich am meisten catcht, weil es ist halt fernab von dem, was alles so diese Geschichten angeht, keine Assassin's Creed-Grafik oder nicht so explosiv und zerstörerisch wie Battlefield, ne? Ja, oder genau. so mit viel Schnickschnack, mit Leuchten und Blitzen wie bei Overwatch oder sonstiges, ne? Es ist halt ganz stilistisch gehalten, also so ganz einfach gehalten und einfach so ansprechend, ne? Ich finde, das ist auch optisch gesehen ansprechend für Jung und Alt. Also egal, ob du jetzt, was weiß ich, 40 bist, anfängst, Videospiele zu spielen. Ja. Vielleicht solltest du nicht unbedingt, das ist immerhin noch ein Online-Spiel, nicht unbedingt 6 sein. Aber wenn du anfängst mit, was weiß ich, 10, 11, 12, das Spiel ist ja jetzt nicht irgendwie, braucht ja keine große FSK Freischaltung, sage ich jetzt mal. Aber auch wenn du leidenschaftlich gerne mal ein Videospiel spielst, auch wenn du schon, was weiß ich, 60 bist, geht das alles. Genau. Das ist halt das Geile. Das ist wirklich das so, Geile. So würde ich halt auch Minecraft einstufen. Du hast halt Open World, du hast alles, du kannst machen, was du willst. Die Map ist fast unendlich groß. Das ist ja, glaube ich, soweit ich weiß, bei Sea of Thieves auch so. Ja, also das, was ich, der Teil von der Karte, die ich gesehen habe, ist schon extrem groß. Du schipperst halt auch, also extrem groß kann ich eigentlich gar nicht sagen. Es ist groß, ne? Vergleichbar mit Minecraft würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Nein, Minecraft von der Größe, ist größer. Halt Minecraft ist halt mega groß. Also enorm groß, ne? Ich würde sagen, so vergleichbar ist es so mit GTA 5 in der vielleicht von den Wegen her so in der fünffachen Größe vielleicht. Also von dem, was ich bisher gesehen habe. Ne? Just Cause 2 Größe, meinst du? Ungefähr. Also nur das, was ich erblickt habe. Ne? Ich weiß ja nicht, inwieweit das Ganze noch weitergeht. Weil du kannst ja nicht die gesamte Karte sehen, kannst ja nur so einen kleinen Bruchteil der Karte sehen. Ne? Das heißt, du könntest endlos weiter schippern, eventuell. Du weißt es halt nicht. Ne? Ja, und das Schönste daran ist halt einfach, du drückst halt nicht einfach nur Knöpfe als der Kapitän des Schiffs, sondern du musst ja halt auch deinen Leuten sagen, hier von wegen Hauptsegel weiter runter, Hauptsegel weiter nördlich stellen, Hauptsegel weiter weiß ich nicht was, ne? Natürlich können sie es auch ohne diese Ansagen machen. Aber das macht doch halt so ein Rollenspiel, was es halt ist.
Ja. Ne? Umso besser. Ne? Und es catcht mich halt einfach, um zu sehen, so, weil du kannst halt in Livestreams, in Let's Plays oder auch als eigener Spieler mit deinen Freunden aus diesem Spiel sehr viel machen. Wenn du dich natürlich drauf einlässt. Du kannst halt auch natürlich stumpfsinnig spielen, so wie wir das jetzt gerade mit Minecraft machen, ne? Aber du kannst es halt auch mit sehr viel Roleplay spielen, halt wie bei Altes Life, was leider halt untergeht immer mehr, weil die Community halt nicht so gut ist, weil das RP immer schlechter wird. Wie bei GTA Real Life, muss ich auch ehrlich sagen, das war auch eine geile Sache, die ich aber halt nicht lange verfolgt habe, weil ich finde, dass es halt noch sehr buggy ist. Und das kannst du halt damit auch machen. Ja klar, du kannst halt nur mit 4 Leuten spielen, ja, also 4 Freunde insgesamt. Oder halt mit Randoms, aber das ist wahrscheinlich auch ausbaufähig. Da kommt bestimmt noch mehr. Ja, sicher. Möglicherweise. Aber mal schauen. Ich will halt nicht so extrem overhyped da reingehen. Wahrscheinlich bin ich jetzt schon extrem gehypt. Weiß ich nicht. Aber ich will es mir zumindest mal gönnen. Also einfach mal gucken, wie das Ganze wirkt. Das ist immer das Problem, wenn du zu overhyped oder sowas da dran gehst. Ja, ich merke oder das. Oder das passiert ganz, ganz schnell. Irgendwie ist mein Minecraft viel zu leise. Er macht lauter. Mach ich gerade. Oh. Sollte in der Aufnahme auch nicht so extrem nervig sein, denke ich. Ich weiß nicht, wann ich das. Ja, bei GTA in den Folgen war es ja mal dermaßen nervig. In den neueren Folgen habe ich es auf die Kette gekriegt. Hab ja auch rausgefunden, woran es lag. Mein Audio-Tool, womit ich eigentlich die Lautstärke bearbeite, sodass sie während der Aufnahme leiser ist und im Spiel ein bisschen lauter ist. Also wenn ich dann ohne Aufnahme mache und so. Hat rumgespackt und hat nicht erkannt, dass mein OBS online ist und hat da die Audioeinstellungen nicht angepasst. Das ist das Problem. Mhm. Aber ich habe es auf die Kette gekriegt, das Programm funktioniert wieder. Ich habe es auch mittlerweile so hingekriegt, dass mit meinem Stream Deck, was ich seit neuerdings habe, auch die Lautstärke einzelner Kanäle steuern kann. Es ist halt alles ein bisschen einfacher geworden für mich in letzter Zeit. Praktischer, genau. Das ist das Wort, was mir nicht eingefallen ist. Das Wort zum Sonntag, praktischer. Wir haben Donnerstag. Musst du das jetzt verraten? Ja. Ja, ich habe heute festgestellt, der Donnerstag ist eigentlich der neue Montag. Warum? Oh, ich fand den heutigen Tag so ätzend und letzte Woche Donnerstag war auch nicht so geil. Also montags bin ich echt gechillter drauf als donnerstags. Das kann ich gar nicht verstehen. Ich auch nicht. Ich war früher Donnerstag, kannst dich ja erinnern, donnerstags immer rausgehen, trinken, feiern, ne? Wochen hinter Wochen und dann noch arbeiten gehen und trotzdem richtig geil drauf sein, ne? Ja. Letzte Woche Donnerstag war ich dermaßen im Arsch, dass ich so früh im Bett war, dass ich morgens schon um 4 wach war. Und das war, wo ich gesagt habe, Alter, der Donnerstag ist so beschissen. Es liegt wahrscheinlich daran, dass mein Körper sich eigentlich daran gewöhnt hat, dass wir die ganze Zeit trinken gehen und da er den Alkohol nicht gekriegt hat, ist er jetzt total am Abschwächen, so weißt du, so, ich kack ab. Oh, kann ja sein, weiß man ja nicht. Diamanten. Sehr gut. Ja, ich hoffe auch, dass wir irgendwann mal die Ansicht von Party-Benux mal zeigen können. Und ich habe was entdeckt. Wir haben einen Scheiß-Creeper bei uns in der letzten Etage. Warum? Ich weiß es nicht, warum der da gespawnt ist.
Er ist tot. Sehr gut. Er ist tot. Yes. Wie heißt der Film? Traumschiff Surprise Periode, irgendwas, keine Ahnung, wie hieß der denn? Periode 1, ja. Genau. Da ist doch dieser eine, dieser mit der, der mit dieser komischen Maske und diesem schwarzen Anzug, wie halt Darth Vader, und der redet ja, doch so komisch. Und er zieht doch die Lippen so auseinander. Jens so Maul. Ja, genau, so habe ich gerade geguckt. Oh nein, das ist mir zu viel. Alter! Hm? Wie viele Skelette sind das denn? Weiß ich nicht. Viel zu viele. Da ist ein Skelett gerade mit einem Spider, also mit einer Spinne am Kämpfen gewesen. Ja. Oh, es ist ja Nacht. Kannst du schlafen? Könnte ich, ja. Ja auch. Warte. Wollte dich jetzt bei deiner Minentour nicht... Nee, ich bin gerade fertig. Gut. Kommst du jetzt wieder zurück, oder was? Mhm. Sehr gut. Ups, das... Das wollte ich jetzt nicht. Aber naja. Ja. Tageslicht, yay. Kann es sein, dass die auch ein bisschen an den, an der Flugbahn eines Pfeils gearbeitet haben, dass die auch ein bisschen abgeflachter ist? Weiß ich nicht. Habe ich nichts von mitbekommen. Ich habe das Gefühl, dass ich echt sehr, 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 sehr hoch zielen muss, um zu treffen. Nee, dann wäre sie ja nicht abgeflacht. Dann wäre sie ja noch mehr... Noch ein größerer Bogen. Genau. Was laber ich für ein Shit? Gut, ich habe ein bisschen Holz gemacht. Sehr schön. Bin ich jetzt wieder hingelaufen? Ich wollte eigentlich ins Lager und das alles da reinpacken. Boah, du bist ja schon am Lager. Diamanten. Das ist jetzt sehr gut. Ja. So, dann fange ich mal an zu sortieren. Das habe ich nicht. Weizenkörner. Eier habe ich auch einen nur. Karotten. Fischer habe ich nicht. Zucker habe ich nicht. Schienen nicht. Pfeile. Packe ich wieder rein. Knochen. Knochenmehl mache ich aber auch bei den Knochen rein, ne? Mhm. Federn? Nein. Ja. Wow, jetzt. Unsere Redstone-Kiste wird ganz schön voll. Ja. Warte, bitte, habe ich auch nicht. Möchte Schallplatten. Verrottetes Fleisch. Schwarzpulver, Pilze. Schwarzpulver halt noch. Pilze, nö. Kürbisse, Fäden.
Achso, das ist das da. Leder. Oh, da ist nochmal 6 Leder. Das ist sehr geil. Lohnrouten. Ja, da waren wir ja mal sehr, sehr, sehr erfolgreich. Im Nether. Das war schon geil. Villamender. Lohnrouten haben wir 5 nur noch und Lohnstaub 1. Wir hatten aber sehr viele davon. Okay. Wir haben doch dieses komische Getränk da gemacht, damit ich im Wasser schwimmen konnte. Ach ja, genau. Das kann ich ja alles behalten. Jetzt mache ich mal Holz. Eichenholz. Haben wir noch kein Lager für, ne? Doch, ich meine schon. Akazien weiß ich was von. Und hier ist Akazien. Doch, hier da. Ist Eichenholz. So, ich mach ein Stack. Ein Stack Akazienholz und den Rest mache ich zu Akazienholzbrettern, würde ich sagen. Weil die Bretter brauchen wir eher. Oh, was mache ich denn da? So. Ja, was ist denn sonst noch die Woche passiert? Bei mir nichts Aufregendes. Bei mir auch nicht großartig was Aufregendes. Außer, dass ich halt, wie gesagt, die ganze Woche krank im Bett lag. Ja. Oh, hier bei uns im Ort ist was Krasses passiert. Was denn? Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ein Polizist hat sich auf der Wache erschossen. Echt? Wann? Ja. Das war die Woche irgendwann, ich weiß nicht, wann genau. Aber er hat sich auf jeden Fall auf der Wache erschossen. Warum auch immer, man weiß nicht wieso, aber er war schon heftig. Allerdings. Also als ich das gehört habe, ich so, Alter, krass. Erst habe ich ja nur gehört, von wegen, er hat sich erschossen. Und später, also ich glaube sogar heute war das, habe ich von einem Arbeitskollegen erfahren, dass er sich auf der Wache auf dem Klo erschossen hat. So. Zur Toilette. Mhm. Ja. War schon hammerhart, ey. Heftig. Ja. Das ist echt heftig. Warum werden mir denn nicht alle Rezepte angezeigt? Das ist echt komisch. Also die Rezepte, die ich schon freigemacht, also die ich schon gebaut habe. Verdammt. Jetzt muss ich doch nochmal Dr. Google anschmeißen. Meine Freunde. Weil ich muss echt mal gerade gucken. Ups. Was ist denn jetzt los? Auf rumzulegen. Item Frame Minecraft. Ich weiß nicht mehr, wie man den baut. Achso, Sticks und in der Mitte Leder. Ja, hätte man sich auch denken können, ne? Ein bisschen. Ja, jetzt hat die Aufnahme ein bisschen geleckt beim Raustappen und Reintappen. Es tut mir leid. Aber das musste sein. Das sieht halt so geil aus, mit dem, wenn die Tintenfische da draußen rumschwimmen, ne? Mhm. Du siehst, das ist echt nice. Baust du jetzt unten weiter? Ja, ich höhle weiter aus, ja. Achso, noch eine Stufe drunter? Nee, die ich schon angefangen hatte, ist noch nicht fertig. So. Ach so, ja, die, wo ich noch keinen Zugang über die Leiter gemacht habe. Mhm. Hier weitere Rahmen, ich brauche aber noch mehr Sticks. Dann kann ich noch 15 Item Frames machen.
Oh, jetzt habe ich keine Spitzhacke mehr. Alter, hä? Was mache ich falsch? Wie kann ich die Hälfte von einem Stack machen, also die Hälfte teilen? Rechtsklick. Ja, da muss ich aber mehrmals Rechtsklick machen. Nein. Doch? Nein. Doch, der setzt mir nur einen dahin. Du musst... Mach mal alle auf einen Haufen. Habe ich. 64 habe ich jetzt in der Hand. Gut. Ja. Mach den mal so ins Inventar. Habe ich ja. Also ich meine, mit dem Mauszeiger habe ich die. Ja, dann hast du alle auf einem Spot und dann machst du einfach E und drückst Rechtsklick und hast 32. Oh mein Gott, wie dumm. Es hat funktioniert. Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr drüber sprechen. Einmal Rechtsklick drauf. Einmal rechts. Jo, passt. So, haben wir nochmal 19 Item Frames. Warum ist denn auf dem Feld nichts mehr drauf? Ich habe eben gerade alles abgebaut. Du hast nichts nachgepflanzt. Das stimmt leider. Das war dumm. Ich denke, wenn ich auf die obere Kiste einen Bruchstein mache, dann ist das wohl klar, dass unten auch Bruchstein ist, oder? Oder soll ich auf die untere Kiste auch Bruchstein drauf machen? Boah, ich würde auf jede Kiste was drauf machen. Okay. Außer wenn wir dann eine ganze Etage für Bruchstein haben, da brauchst du es dann nicht. Ja. Ja, unsere kleine Höhle, unser kleines Lager, die nimmt langsam Gestalt auf. Laden. Und den Rest werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen, meine lieben Freunde. Und wir gehen jetzt erstmal schlafen und sagen Tschüss, bis dahin, gute Nacht. Tschüsschen.